Und zwar habe ich mit der lieben Tina vom Kanal Kreativfalter, wie soll ich das sagen? Also sie, ich hatte mal in einem Video angesprochen, ob jemand Ideen hat, zwecks der kleinen Steinchen hier von dem Diamond Painting und so. Und dann meinte sie, sie würde sie mir abnehmen. Und das ist das jetzt hier, also einige sind noch farblich sortiert, das lasse ich auch so, das schütte ich nicht zusammen. Das kann sich die liebe Tina dann selber sortieren oder so. Hier sind noch, die sind alle in einer großen Tüte drin, das sind so viereckige Steinchen von meinem letzten großen Bild. Ja, die kippen hier leider auch aus. Einige Tüten sind noch zu, weil sie zu viele Farben drin hatten. Das schicke ich hier auch mit, weil wir hatten nicht abgesprochen, jetzt ob es nur die Runden sein sollten oder die Viereckchen. Und weil mir das jetzt aber zu doof war, nur die Steinchen hinzuschicken, habe ich mich beigemacht und habe ein kleines Goodie-Bag, nee, Loaded Envelope, naja, hier so ein Teilchen gebastelt noch, mal eben fix. Und habe da ein bisschen was reingepackt und zeige euch schnell, was ich da drin habe. Und wer die Reaktion dann von Tina sehen möchte, ich verlinke ihren Kanal in der Infobox. Kann dann gerne bei ihr gucken, denn ich denke mal, sie wird ein Video machen. Also als allererstes haben wir hier drin, die hatte ich mal in der Tauschpost. Halt, sorry, also ich habe das Telefon jetzt anders eingedingst, also die Kamera, weil es hängt am Ladekabel. Wo ist denn jetzt hier die Kamera? Da? Nee, eigentlich doch da. Da also. Ja, gut, muss ich jetzt erstmal gucken. Also nach da. Also komplett andersrum wie sonst immer. Aber da ich dafür leider keine Verwendung habe, vielleicht hat sie sie. Ich weiß ja nicht. Das ist so ein bisschen ja Vintage. Vielleicht auch in die Steampunk-Richtung. Ich habe keinen Plan davon. Ich bastel mit sowas halt nicht so. Das sind so Kronkorken, die gefüllt sind. Ich finde die wunderschön, aber ich habe keine Verwendung für, also dürfen sie weiterziehen. Dann habe ich ihr von meinen selbstgemachten Card Candies die hier mit reingemacht. Die sind jetzt nur aus Papierresten entstanden. Dann habe ich gestern Abend noch diese hier gemacht. Kommt raus. Das sind Gartenmäuse. Und habe da auch noch ein paar Card Candies draus gebastelt. Ich hoffe, die gefallen ihr und vielleicht verwendet sie sie für Karten zum Weiterverbasteln, wofür sie auch gedacht sind eigentlich. Ne? So, das ist da drinne. Dann ist da drinne einfach noch zwei Tags hier mit dem süßen kleinen Entchen von Clearly Besotted. Dann habe ich einen kleinen Schutzengel gemacht, den sie mitkriegt. Dann hier von Herzen eine Kleinigkeit für dich und dann halt Handmade. Ne? Und hier unten habe ich jetzt einfach noch drei Holzteilchen reingemacht. Zwei Blüten und ein Herz. So ein Alt-Rosé und das ist, glaube ich, holzfarben. Und hier einfach nur eine Schleife, Holzteil und eine selbstgemachte Blume drauf. Ja, das ist hier in diesem kleinen Goodie-Bag. Das stecke ich mal eben schnell alles wieder zurück. Und das Knarren ist jetzt hier, die Tür könnte auch gleich knallen, wenn sie zufällt. Ich habe jetzt nichts dazwischen, ich habe keinen Stopper dazwischen gemacht. Dann entschuldigt bitte, also nicht erschrecken, sollte das gleich der Fall sein. So, dann kommt das hier wieder ran noch. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Dann muss ich noch die Karte schreiben. Hier, Lachen ist die Musik der Seele. Eine von meinen Karten kommt dann noch mit rein. Dann habe ich in meinem Fundus sozusagen, ich habe ja auch mal eine ganze Zeit lang Harz gegossen, diesen Magneten, den schicke ich ihr noch mit. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob sie Katzen mag. Ich mag schwarze Katzen. So schön, so schöne Tiere. Ich habe selber zwei und eine ist schwarz. Die andere liebe ich auch, das bunte Tier. Die ist getigert weiß. Weiß ist sie ein bisschen, dann ist sie so ein bisschen beige-braun hat sie drin, dann hat sie, also dann ist sie getigert wie halt, eigentlich gar nicht gestreift. Also nur der Schwanz ist so gekringelt. Ich könnte ja mal ein Foto einblenden, wenn ich jetzt dran denke. Und ansonsten hat sie so, ist sie grau meliert mit so schwarzen Flecken. Ja. Und dann gibt es noch diese kleine süße Püppine dazu und ich hoffe, das gefällt ihr dann. Die Verpackung habe ich noch
schnell zusammengezimmert und da kommt noch ein selbstgemachter Tag drauf, hier mit Liebe gemacht, von Herzen eine Kleinigkeit. Dann bringe ich dann noch irgendwie an, dann verpacke ich das alles schön sicher und dann geht das jetzt die Woche noch auf die Reise zu ihr. Also wenn ihr das Video seht, hat sie ihr Zeug schon bekommen hier und ja, genau. Ist nicht viel, ist eine Kleinigkeit, es soll eine kleine Aufmerksamkeit sein. Ich gucke ihren Kanal sehr gerne und ich finde auch die Sachen, die sie macht, zauberhaft schön hier. Sie hat ihren eigenen Shop mit so Die-Cuts und so. Sehr, sehr schön und wenn ich dann finanziell wieder besser gestellt bin, dann werde ich auch wieder bestellen bei ihr, weil es einfach total tolle Sachen sind. Also ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt schön gesund und bis dahin, tschüss!